herzlich willkommen zu Wir probieren, heute mit Arizona Iced Teas. Jeweils den deutschen Varianten. Jawohl. Also, beziehungsweise es sind nicht mal alle. Ich glaube, es gibt noch mehr. Es gibt die auch noch in Dosen und in zig Varianten. Ja, auch in Deutschland, gibt es die also, auch in Dosen, hatten wir auch schon gehabt. Wir haben uns jetzt mal für diese fünf Sorten entschieden. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ganz normalen Green Tea Variante an. Und zwar ist das nicht nur Green Tea, sondern Green Tea with Honey. Das Ganze in grün gehalten und im Hintergrund so mit Kirschblüten, so typisch japanisch angehaucht. Ist nicht mal genau grün, das ist mehr so Jade. So Minz, ja, sowas in die Richtung. Oben auch noch schön ist nochmal eine zusätzliche Umrandung drumherum, auch mit Plastik, die muss man auch abziehen, wenn man das Ganze nachher aufmachen möchte. Generell, das Ganze ist ja so mit Schrumpfschlauch, also das sind ja keine lackierten oder bemalten oder sonst irgendwie bedruckten Flaschen, sondern es ist eigentlich jeweils dieselbe Flasche immer oder derselbe Rohling. Ja, und dann außenrum rum. Und außenrum ist Schrumpfschlauch, der dann eben sich anschmiegt. Ja, sehr schick, aber trotzdem, auch vom Look her, vom Styling. Ja. Zumindest der hier jetzt. Mhm. So, das Ganze, ach ja, auf dem Deckel steht auch mal schön groß Arizona drauf. Jawohl. Arizona drauf. Riecht klassisch nach einem süßlichen Grüntee. Das Grüntee-Aroma. Bukit. Die Kopfnote. Riecht auch, also es könnte allerdings auch durch die Flasche kommen, weil es ist ein Plastik. Leicht so nach so einem typischen Tetrapack-Eistee, Zitrone oder so und irgendwas, aber doch, es riecht ein bisschen so. Das kann sein, nee, das merke ich jetzt nicht. Ja, aber geschmacklich. Geschmacklich ist ganz klar. Sofort Grüntee. Aber der Honig kommt schon stark durch. Ich würde nicht sagen, dass er stark durchkommt, aber er kommt langsam rein und dann bleibt nur noch das übrig. Ja. Also der Grüntee ist da und verschwindet und dann kommt danach so, direkt der Honig und dann bleibt nur noch Honig. Genau, umgekehrt so. Genau. Ja, und es ist aber eher Blütenhonig, würde ich sagen. Also ja, es ist nicht einfach nur irgendein. So es ist keine kräftige Süße, sondern es ist mehr so eine Milde. Es ist nicht irgendein Waldhonig, sowas, was eher kräftiger, würziger ist, sondern was Leichtes. Aber finde ich eine schöne Kombination. Ja, vor allem, welches Problem ich ja meistens mit Grüntee habe, ist ja eher, dass der so ein Bitter hinterlässt. Macht der gar nicht. Ja, macht der überhaupt nicht. Der lässt die Bitternote vom Grüntee komplett weg. Lass mich nochmal, gerade, weil ich hatte den Eindruck, es ist ultra erfrischend. Ist es. Das ist das, was ich nämlich gerade sagen wollte. Es ist so toll. Den kannst du auch schön mit Crushed Eis, einfach einen Eimer voll Crushed Eis nehmen und das Zeug draufschütten. Es ist so geil. Ja, definitiv. Hinterlässt auch kaum, also Grüntee hinterlässt ja bei mir immer so ein bisschen so einen trockenen Mund. Kaum. Macht er kaum. Also ist gut. Kaum ist gar nicht. Kleine Anekdote dazu. Hatte ich das erste Mal in einem Hilton-Hotel gesehen Hotel? Gehabt. In einem Hotel. Gab es da zum Spottpreis von 5,50 Euro für die Dose. Also die Flasche. Geschenkt. Geschenkt quasi. Es war aber so geil, dass ich mir dann trotzdem drei geholt habe. Weil ich einfach. Es war absolut hirnrissig und dämlich. Aber es war so geil, weil ich kannte den noch nicht. Und den gab es bisher nur da. Da gab es den noch gar nicht. Also als nächstes danach hatte ich ihn in Clubs gesehen gehabt. Hier in der Umgebung zum Beispiel. Ja. Also was in Clubs? Der wird im Clubs vertrieben. Das kenne ich ja danach, zum Beispiel gar nicht, dass man in Clubs Tee trinkt. Ja, aber gut. Der wurde danach in Clubs weiter vertrieben. Und zum Schluss jetzt ist er halt weiter verbreitet an Tankstellen und jetzt auch im Kaufland und so weiter. Teilweise auch in Drogeriemärkten. Oder in Drogeriemarkt. Also es spreadet halt weiter. Ja. Aber wie man also gefällt und auf jeden ist Fall top, berechtigt, ein Top-Produkt. Also ich meine, klar. So, als nächstes haben wir Arizona Iced Tea with Lemon Flavor. Iced Tea with Lemon Iced Flavor. Tea. Das heißt, das Ganze ist komplett Karo. Ja. In Blau und Weiß. Ja, es sieht eher aus wie so Küchenkacheln. Genau, so Küchenkacheln und oben noch so Zitronen. Soll wahrscheinlich so sein. Klassisch, wie man früher in Amerika Eistees angeboten bekommen hat. Hm? Na, das Gefickel mit dem oberen Deckel. Der riecht für mich jetzt, also er riecht wie ein billiger Tetrapack Limonentee. Ja, schon eher. Das riecht. Es riecht billig. Ja, ist ein Zitroneneistee. Definitiv. Also zwischendrin kommt ein Schuss süß, der ist dann aber gleich wieder weg und geht dann für sauer. Aber nee, es ist nicht sauer. Es ist nicht sauer. Es ist Zitronengeschmack, aber es ist nicht sauer. Nein, also das meine ich ja. Also Zitronensauer, wenn du so willst.
Nee, weil sauer ist er wirklich nicht. Also du hast den Zitronengeschmack. Also es ist eigentlich nur Zitronenaroma und keine wirkliche Säure. Ich meine, klar, irgendwo schmeckt man was seicht, säuerlich, aber... Wobei bei dem hier, finde ich, im Unterschied zu dem hier, merkst du viel mehr, wie zum Schluss der Tee wieder durchkommt. Ja. Und ich würde aber auch behaupten, dass der jetzt im Vergleich zu jetzt so anderen Tetrapack-Eistees oder sonst was, sticht der jetzt nicht so wirklich raus. Er ist gut, aber in den Tetrapacks... Er ist gut, aber hebt sich jetzt im Vergleich zu dem hier nicht so weit von der Menge ab. Findest du nämlich auch gute... Auf jeden Fall. Eistees. Aber ich muss jetzt auch sagen, er erfrischt nicht ganz so gut wie der hier. Er erfrischt auch ziemlich gut, aber... Findest du? Also ich finde den auch sehr erfrischend. Aber gut, ich bin auch mehr so der Freund von Zitronengeschmack. Okay. Ja, dann muss ich sagen, würde ich immer noch lieber den nehmen. Geschmacklich eher... Ich würde sagen, fast wenn du einen Tee mit einer Sprite... Also oder so... Mit einer Kohlensäure entlastet. Mischst, oder noch und dann noch einen Schuss Zitrone rein. Sowas. Okay. Aber ist gut. Er ist auf jeden Fall auch top. Also. Naja, ich krabbel mir hier noch mal, schon mal den nächsten. Ja. Was haben wir denn da? Arizona Pomegranate. Ja, Pomegranate, auch bekannt als Granatapfel. Und dann eben Green Tea. Und das Green Tea ist in dem gleichen Grün wie hier die normale Grüntee. Ja, kommt hin. Ist das eigentlich alles auch? Nein, eben nicht. Das ist das, was ich gerade sagen sollte. Das ist kein Green Tea. Das ist kein Green Tea. Weil genau. Hier steht oben auch nochmal auf dem Flaschenhals Green Tea. Hier steht White Tea und hier steht auch wieder nichts. Also das sind die typischen Pfirsich- und Zitrone-Früchte-Tees. Und das ist tatsächlich Grüntee. Und das ist ein Wise-Tee. Wise-Tee. Von oben. Ein Wigger. Ein Wigger unter den Tees. Ja. So, dann pick das Ding mal auf. Hui, was eine Sauerei. Dankeschön und tschüss. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also Granatapfel finde ich ja prinzipiell, also so als Saft oder sowas, kann so als sein, Schorle, ja. Trinke ich eigentlich ganz gern mal. Ich finde die Frucht immer ganz toll. Da kann man so schön dran rumpiepeln, hat man jetzt mal den ganzen Tag mit beschäftigt. Stressbewältigungstherapie. So ungefähr. So wie der 80er Jahre Kubus kann man so auch eine Pomegranate an sich rumfriemeln, tun und fressen. Granatapfel. Sag ich doch. Mhm. Kommt schon relativ kommt gut durch, an, aber es an kommt so ein bisschen, diese Säfte ran. Es kommt ein bisschen Apfel mit. Ja. Ein bisschen. Auch... Eher Apfelmost. Ja, in die Richtung dann. Es ist klar, hauptsächlich ist die Granatapfel schon da und dann kommt der Apfel noch ein bisschen mit. Geschmacklich haben wir was. Ganz klar, Granatapfelsaft. Also, Granatapfel. Ja, doch, Granatapfelsaft. Ja. Und dann süßlich. Ah, da ist ja auch Apfel drin. Ja. Süßlich. Also, es ist auch, sagen wir mal so, es ist kein natürlicher, sondern es ist der gesüßte, den man so im Tetrapack kaufen kann. Und dann geht es aber fließend über in so einen Grünteegeschmack. Also jetzt nicht wie beim Honey, sondern es ist schon, es hinterlässt wieder einen trockenen Mund etwas. Und man hat so einen leichten Bitter. Ist nicht extrem, aber er ist da. Aber es ist dennoch... Der Bitter muss nicht unbedingt vom Tee kommen. Eine Pomegranate tut ja auch ein bisschen Bitter mit hinterlassen. Beim Essen, finde ich. Also merkst du schon ein bisschen. Ja, aber das ist ja kein echter Saft drin, oder? Ist doch, es Saft? Ist 3,4% Apfelsaft, dann kommt 1,6% Granatapfelsaft, also doch eine Menge. Dann kommt eine Weile nichts, dann kommt Honig, dann kommt nochmal, bevor dem Grünteeextrakt kommt noch Karottensaft. Mhm. Aber es ist in Auszügen, also es ist mal durch dasselbe Rohr geflossen. Und auch wieder hier nicht klar, was aus dem Grüntee extrahiert wurde. Wahrscheinlich der Bodensatz. Ja, der Kohlenstoff. Der Kohlenstoff mit reingepumpt, auf jeden Fall. Aber er ist nicht übel. Also, er schmeckt auch hochwertiger als jetzt zum Beispiel der Limone, finde ich jetzt. Also, man merkt sich schon, dass man sich da mehr Mühe gegeben hat. Ja, definitiv. Aber, sagen wir so, ich könnte mir da durchaus noch mehr vorstellen. Also, da... Was willst du denn noch mehr? Ja, weiß nicht. Ist mehr Zucker, oder? Nee, ist mir einfach zu indifferent. Weil, sagen wir mal so, auf den Teegeschmack kann ich jetzt verzichten und dann kann ja, ich gut, genauso... Ja gut, du bist aber auch kein Teetrinker. Ja, nee, aber sonst, weißt du, da kann ich genauso gut, sagen wir mal, weil... Dann hast du aber kein Teegetränk mehr, wenn du auf den Teegeschmack verzichtest. Ja, schon, nein, aber es schmeckt einfach zu penetrant nach diesem Granatapfelsaft und da kann ich auch gleich einen Granatapfelsaft trinken. Ja, nee, find aber ich. Das ist ja auch kein reiner Granatapfelsaft, sondern es will ja auch kein Granatapfelsaft sein, sondern es will ein Granatapfelsaft... Wird nicht sein, sondern ein Granatapfel-Tee. Und das hat er ja. Ja, nee. Also sagen wir so, da würde bei mir... Da wäre ich jetzt von dem eher begeistert und vor allem von dem. Ja. Aber macht ja nichts. Jetzt zu dem
nächsten, der Blueberry White Tea. Das ist jetzt der erste White Tea. Was ist denn White Tea? Weißt du das auswendig? Ich habe es relativ gut im Kopf. Ja, es ist eigentlich nur eine unterschiedliche Herstellung und ob der Tee fermentiert wird oder nicht. Okay. Also normaler Schwarztee wird fermentiert und dann getrocknet. Dadurch wird er schwarz. Weißer Tee sind vor allem nur die Blütenblätter von den Blüten des Tees. Grüntee sind die hauptsächlich die Blätter, wo es auch nochmal unterschiedlich ist, ob es in der Sonne reift oder im Schatten reift. Dann werden sie nämlich teurer. Mhm. Und das ist ganz gut. Aber riecht das, wenn du das Ding nicht aufgefummelt kriegst. Ja, das ist immer kein Problem. Und der White Tea ist dementsprechend nur, nur von den Blüten außenrum rausgefriemelt. Sehr schön. Und eben Blaubeer. Und sogar und Birne noch anscheinend mit dabei. Drin. Ja, zumindeere wenn man der Optik glauben darf. Blaubeere hatten wir ja zum Beispiel auch in der Red Bull Blue Edition. Stimmt, war da auch mit drin. Ja. Wie riecht er denn? Alter! Junge? Weißt du, wie das für mich riecht? Sag's mir. Das ist desinfizierte öffentliche Toilette, wo dann dieser, was man immer da auf dem Boden, also mit dem man den Boden reinigt und diese Duftsteine, die den Geruch der überdecken Klostein. Sollen. Die den Geruch überdecken sollen. Ja. Da steht ja dann immer so eine Wand im Raum. Ja. Genau so riecht das. Bisschen schon. Aber ich muss auch sagen, trotzdem hauptsächlich nach Blu-ray. Also das muss man ihm schon zugutehalten. Also es geht zufälligerweise dann in die Richtung, was es auch gibt, ja. Ja, es kann aber natürlich sein, dass die meistens nach Blaubeere Birne riechen. Weiß ich nicht, aber es riecht genauso ist jetzt wie das, was diese... Das dir so direkt in den Kopf poppt. Ja. Also es riecht da hauptsächlich... Wenn du es mir jetzt sagst, ja, dann erinnert mich das da dran. Aber hauptsächlich merke ich die Blaubeere einfach. Okay, was nochmal? Nee, sorry, ich krieg's nicht mehr raus. Dann schütt es dir doch wenigstens mal rein. What has been seen cannot be unseen. So ungefähr. Geschmacklich recht wässrig, finde ich jetzt. Am Anfang eher süßlich, dann merkst du so ein bisschen die Blaubeere, aber immer noch recht wässrig alles. Am Ende bleibt so ein gewisser Bitter auf der Zunge und trocken vor allem. Trocken. Sehr, sehr trocken. Sehr trocken. Wobei das auch typisch ist für den White Tea. Das ist der White Tea, den du merkst. Der kommt sehr trocken nach. Okay. Auch wenn du ihn heiß aufbrühst. Wenn du ihn zu heiß aufbrühst, ist das Problem dann mit dem White Tea, dann ist er weg. Im wahrsten Sinne des Wortes, du tötest damit den Geschmack daraus. Im White Tea musst du relativ... Ne? Nee, das nicht. Logisch, ja. Wenn du dann 200 Grad Wasser drauf schüttest, na, get it. Ja, natsch. Wenn du den zu heiß aufbrühst, tust du die kompletten Aromen drin zerstören. Den darfst du bei maximal, was waren es, irgendwas... 65, 70 Grad und ein Grüntee eigentlich auch nur bei 80 Grad. So viel zur Dummheit des Tages. Was wir jetzt natürlich nicht hatten oder nicht haben, wir trinken die jetzt natürlich auch kalt, weil die meisten werden ja als, oder zumindest die zwei werden ja als Eistee verkauft. Steht aber trotzdem auf jedem auch immer großartig auch drauf. Great Hot. Kann man auch gut heiß trinken. Habe ich mit dem ehrlich gesagt noch nie gemacht. Wobei bei dem hier würde es mich mal interessieren. Werde ich wahrscheinlich irgendwann mal tun. Wir können ja mal dann irgendwann in der Zukunft nochmal eine Special-Folge mit heißen Tees. Die nächste Winterfolge dann quasi, wie die Wintermate, machen wir dann eine heiß Arizona-Mate. Heiß Arizona-Folge. Das fand ich auch geil. In den Kommentaren stand ja drin, quasi, also sinngemäß, bla bla, ihr Depp, die Wintermate trinkt man heiß. Nee? Nee? Ja, also der da haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Ich bin auch kein Weißtee-Trinker. Was nicht heißen soll, dass ich Weißtee nicht mag. Aber ich ziehe einen Grüntee einfach vorgeschmacklich, weil ich auch auf diesen leichten Bitter also stehe. Den finde ich jetzt bisher auch am schwächsten. Ja. Da hat der schon mehr einen eigenen Geschmack und so weiter. Und das hier ist. Also die Blueberry darf man aber auch nicht, weil die Blueberry ist schon da, aber sie ist sehr dünn. Ja. Der ist zwar auch, sagen wir mal, es ist ein guter Zitroneneistee. Aber er hebt sich nicht stark genug gegenüber den anderen aus. Ja, genau. So, einen haben wir noch. Bleibt noch einer übrig. Iced Tea. With Peach Flavor. Also der Pfirsich-Eistee quasi. Ganz klassisch. Ja. Wupp. So. Mal sehen, ob ich den aufkriege. Die sind aber auch wirklich, also sagen wir so, bei der Verpackung hätten sie sich wirklich was Einfaches einfallen lassen können. Sie hätten vielleicht noch so ein Schniepsel da oben rausgucken lassen können. Ja, dass ja, man so es noch einfacher greifen kann und noch besser aufziehen. Ja, ja, genau. Aber sorry, so hardcore-mäßig schwierig ist das jetzt auch nicht. Ja, wobei, sagen wir so, prinzipiell finde ich ja die Idee, einfach eine... Den Schrumpfschlauch zu benutzen. Eine Schrumpfschlauch zu benutzen und Unisex-Flasche zu benutzen. Also eine, die einfach eine einheitliche und dann für alles weiterverwendet werden kann.
Finde ich schon nicht schlecht. Vom Design her jetzt das gleiche wie die Zitrone im Küchendesign, ja. Nur dass er eben nicht dieses Minzblau-Grün hat, sondern eben dieses lachsfarbene, ja. Rosa-Rote. Und oben hier sind so. Und oben sind die Pfirsiche angeordnet. Weiß, sind da vorne? Nee. Ich habe geguckt, ob, weil hier sind ja überall Früchte und so Zeugs vorne drauf und hier sind die aber oben am Rand. Oben nur am Rand, ja. Und das ist das Arizona-Logo, was die anderen jetzt nur auf dem Deckel haben, in dem Sinne eigentlich. Ja gut, das ist das hier Gleiche. Ist es halt groß und wirklich überdimensioniert, ja, und hier steht sehr dezent am Rand. Ja, aber auch dieses Ding drumherum gehört zum Logo dazu, wenn du oben guckst. Oh, ja, das riecht schon... Der ist, glaube ich, sehr penetrant. Das riecht tatsächlich nach Pfirsich. Und zwar also nicht nach Pfirsich-Aroma, sondern wirklich nach Pfirsich. Ja, also nach einem natürlichen Pfirsich. Wenn du einen Pfirsich reinbeißt und da riechst... Verwundert mich doch jetzt auch sehr, sagen wir mal so, weil ich habe selten, wir haben es ja selten, dass welche, dass so Sachen wirklich natürlich riechen. Also sie riechen probier zwar mal in die Richtung des. Ich wollte probier mal. Weil so gut wie er riecht, schmeckt er leider nicht. Also er ist schon top, gut, es immer ist noch einer der besten Pfirsicheistees, die man so kriegt. Ist ein guter Pfirsicheistee, ja. Aber geschmacklich riecht er nicht so natürlich, wie er riecht. Leider. Aber ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Wenn einen natürlichen Pfirsichgeschmack herzukriegen, ist wirklich echt schwierig. Da brauchst du halt einen Pfirsichsaft, tatsächlich. Ja, und den darfst du auch nicht dennoch, zu arg übersüßen. Dennoch muss man das echt zugute halten. Ich habe selten so ein Aroma, also so ein Geruch, der wirklich so stark an die natürliche Frucht rankommt. Das stimmt. Oder auf hatten jeden wir Fall. Das sonst schon mal nee. Selten? Also der Crunch-Pfirsich riecht da einfach nur nach pur in die Fresse Aroma. Und zwar so richtig... Crunch. Ja, ich sage ja immer Crunch absichtlich. Aber der ist einfach top und natürlich. Aber ich bleibe dabei, wenn ich jetzt die Schlussfolgerung mache zu allen, die wir hier haben. Ganz klar. Mhm. Der Green Tea with Honey ist einfach geil. Ist und bleibt für mich der beste Grüntee, den man so kriegen kann in Flüssigform und gekühlt zum Fertigkaufen. Der ist einfach top. Ja, und danach würde ich sagen, sind die hier auf einer Stufe. Auf einer Stufe. Weil die sind alle für sich gut. Der hat uns jetzt nicht so geschmeckt, der ist aber mit Sicherheit für Blaubeerliebhaber oder sonst was. Für Blaubeerliebhaber immer noch ideal, aber ist jetzt für uns persönlich zu dünn, vor allem auch für mich als White Tea nicht so Trinker, nicht so der Hit. Bei denen hier muss ich aber auch dazu sagen, dafür, dass Tee mit verwendet wurde, schmeckt man nur bei dem wirklich raus, dass großartig Grüntee mit drin ist. Also bei den beiden war dabei das Grüntee mit drin. Ja, drinne. Also bei dem merkst du schon ein Hauch, aber im Vergleich zu dem hier kackt er ganz schön ab. Ja, wenn du überlegst, dass Grüntee mit drin ist. Ja, wobei, bei dem merkst du den Grüntee eher. Also du merkst, du merkst die Wirkung. Dem. Ja, du merkst den Nachgeschmack vom Grüntee. Aber der erste Geschmack, den du bei dem hast, ist ja der pure Grüntee. Ja. Das von daher ist für mich und bleibt für mich der hier der absolute Sieger. Wenn ihr den in die Finger kommt, holt ihn euch mal, wenn ihr ihn noch nicht probiert habt. Für diejenigen, die Grüntee nicht mögen, nehmt die Finger davon. Ja. Sind allerdings auch preislich natürlich, das zahlt man. In der obersten Liga, was du bei Eistee kriegen kannst. 1,80 so ungefähr. Ja, zwischen im Club sogar normalerweise. Ja, Club. Clubpreise du kannst von 3,50 oder sowas. Aber immer noch billiger als Milton, von daher. Immer noch billiger als an der Tankstelle. Oder in Dubai. Nein, nicht mal. Da gibt es auch ab und zu Angebote dafür. In Dubai. Ja, ja, für Dubai, genau. Wir haben die exportiert aus Dubai, by the way. Nein, nicht wirklich. Ja, wenn ihr die Finger dran kriegt an den Grüntee und Grüntee mögt, holt ihn euch auf jeden Fall mal. Und wenn ihr zu viel Geld übrig habt, könnt ihr euch die anderen auch gerne mal holen. Das ist wieder unsere super Schlussfolgerung des Tages. Ja, holt euch einfach alles. Und am besten, wenn ihr es nicht mögt, schickt uns das alles einfach in Last. So ungefähr. In diesem Sinne. Adios. Ugh.